Hallo und willkommen zurück. In diesem Video lernst du den Zusammenhang zwischen binomischen Formeln und dem Pascalschen Dreieck kennen. Dafür solltest du naturgemäß schon wissen, worum es sich bei binomischen Formeln und beim Pascalschen Dreieck handelt. Wenn du das nicht mehr so genau weißt, dann schau dir einfach die vorhergehenden Videos aus diesem Zyklus an, dort erkläre ich es. Wenn du es schon kannst, na dann steht uns nichts mehr im Weg, lass uns loslegen. In den vorhergehenden Videos hast du ja schon berechnet, dass das Binom a plus b zum Quadrat ergibt 1 mal a Quadrat plus 2 mal a mal b plus 1 mal b Quadrat. Und du hast schon berechnet, dieses Binom auch hoch 3. Das ergibt 1 mal a hoch 3 plus 3 mal a Quadrat mal b plus 3 mal a mal b Quadrat plus 1 mal b hoch 3. Ich möchte jetzt kurz auf ein Muster eingehen, das bei diesen binomischen Formeln vorkommt. Du schau dir mal die Exponenten an. Die Exponenten sind die Hochzahlen, also bei a hoch 3 wäre der Exponent 3. Im nächsten Term haben wir a hoch 2, also es ist um 1 weniger. Dann kommt a hoch 1 und im letzten Term habe ich jetzt noch einmal a hoch 0 ergänzt. A hoch 0 ergibt nämlich 1. Und dadurch ist es ja hinfällig. Einmal b hoch 3 mal 1 ist wieder einmal b hoch 3. Also kann ich das ruhig ergänzen. Und dadurch habe ich bei den Exponenten 3, 2, 1 und 0. Der Exponent von a nimmt also mit jedem Mal um 1 ab. Andersrum läuft es bei b. Da haben wir zuerst b hoch 0 und dann b hoch 1, b hoch 2, b hoch 3. Wenn du dir jetzt die Exponenten genauer anschaust, dann hast du hier im ersten Eintrag 3, im nächsten 2 und 1. Das ergibt zusammen addiert wieder 3. Im nächsten 1 plus 2 ist auch 3. Und im letzten hast du dann 3 plus 0, wenn du möchtest, ergibt auch wieder 3. Das heißt, deine Exponenten addiert sind immer 3. Und das ist ja auch die Hochzahl von deinem gesamten Binom. Oben läuft es genauso. Da hast du a Quadrat, also 2. Dann hast du a hoch 1 mal b hoch 1, das ist zusammen auch wieder 2 und b hoch 2. Dieses Muster von den Exponenten ist sehr hilfreich, dann für höhere Hochzahlen, weil du dann immer mit dieser Struktur weitergehen kannst. Nun fragst du dich aber, was hat das alles mit dem Pascalschen Dreieck zu tun? Ich blende es einmal ein. Erinnere dich, dass die oberste Zeile als nullte Zeile bezeichnet wird, dann haben wir die erste Zeile, zweite Zeile, dritte Zeile und so weiter. Schau jetzt zu deinem Binom a plus b hoch 2 und hier hast du die Koeffizienten 1, 2 und 1. Koeffizienten bedeutet Beiwert, das heißt, das sind die Zahlen, die neben a oder b stehen in diesem Fall. Du hast also als Koeffizienten 1, 2 und 1. Und das sind auch genau die Einträge in der zweiten Zeile. Bei deinem Binom hoch 3 sind die Koeffizienten 1, 3, 3 und 1. Und das sind auch wieder die Einträge in der dritten Zeile im Pascalschen Dreieck. Mit diesem Wissen kannst du jetzt das Muster fortsetzen und für a plus b hoch 4 bzw. a plus b hoch 5 auch ausmultiplizieren. Probiere das mal alleine und pausiere dafür das Video. Wir werden es nachher sofort vergleichen. Gut, na dann schauen wir mal. A plus b in Klammer hoch 4. Wir brauchen also die vierte Zeile im Pascalschen Dreieck und du weißt also, dass deine Koeffizienten 1, 4, 6, 4 und 1 sein werden. Dann beachte, dass du mit a hoch 4 beginnst und dann der Exponent immer um 1 abnimmt und du fängst mit b hoch 0 an und der Exponent nimmt immer um 1 zu. Es sollte dann also dastehen, 1 mal a hoch 4 plus 4 mal a hoch 3 mal b plus 6 mal a Quadrat mal b Quadrat plus 4 mal a mal b hoch 3 plus 1 mal b hoch 4. Du kannst es auch kontrollieren, die Summe der Exponenten in jedem Eintrag sollte immer 4 sein. In diesem Fall stimmt das auch. Jetzt schau weiter zu a plus b hoch 5. Hier hast du die Koeffizienten 1, 5, 10, 10, 5 und 1. Und das sind jetzt auch die Koeffizienten bei deiner Ausmultiplizierung. Das heißt,
1 mal a hoch 5 plus 5 mal a hoch 4 mal b plus 10 mal a hoch 3 mal b Quadrat plus 10 mal a Quadrat mal b hoch 3 plus 5 mal a mal b hoch 4 plus 1 mal b hoch 5. Auch hier ergeben die Exponenten zusammenaddiert jeweils 5. Ich fasse nochmal zusammen den Zusammenhang zwischen Pascalschen Dreieck und den Binomen. Im Pascalschen Dreieck hast du die Zeilen 0, 1, 2 und so weiter. Und wenn du jetzt die zugehörigen Binome anschaust, das heißt a plus b hoch 0, ergibt 1. Das ist ja auch der Eintrag in der 0. Zeile. A plus b hoch 1 ist 1 mal a plus 1 mal b. Das sind auch die Koeffizienten in dem Pascalschen Dreieck in der 1. Zeile. Und so geht es weiter. A plus b hoch 2, da haben wir die Koeffizienten 1, 2 und 1 und das sind auch die Einträge in der 2. Zeile. Und so geht es mit den Binomen immer weiter. Du könntest auch a plus b in Klammer hoch 27 berechnen. Das ist dann aber auch sogar mit dem Pascalschen Dreiecktrick schon etwas mühsam. Du siehst also, dass die Einträge im Pascalschen Dreieck jeweils die Koeffizienten des zugehörigen Binoms sind. Deswegen nennen wir diese Einträge im Pascalschen Dreieck auch Binomialkoeffizienten. Dieser Begriff ist sehr wichtig und den solltest du dir merken. Dieses Thema werden wir jetzt in dem nächsten Video ein bisschen üben, damit es sich festigt bei dir.